die Mitleidstour, oder Basti? Leider nicht, aber es geht schon. Ja, wie geht's der Schweini-Schulter, dem Schlüsselbein? Es geht ganz gut eigentlich. So viel Schmerzen habe ich nicht. Ich denke, da hat der Doktor eine gute Arbeit geleistet bei der OP. Und jetzt dauert es halt ein bisschen, bis alles zusammenwächst. Aber ich habe keine Schmerzen, das ist gut. Ihr seid echte Brüder, gell? Tobi hat die ganzen Verletzungen auch schon mal vorexerziert. Wie viele Schlüsselbeinbrüche gab es schon in Ihrem Leben? Ich habe zwei gehabt. Also einmal links, da wurde einfach ein Rucksackverband angelegt und rechts selbe Prozedur mit okay. Platte und Schraube. Also kann man sich da auch dann gegenseitig helfen? Ne? Wie ist er denn, wenn er verletzt ist? Unausstehlich? Nö, ist eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, es tut ihm auch ganz gut. Klar, es nervt jeden Sportler, glaube ich, wenn man Spiele verpasst. Aber er nimmt es eigentlich ganz gut auf und die Situation ist halt mal so, man muss das Beste draus machen. Und wie ist das im Alltag, Bastian? Kann man da alles machen, was man normalerweise macht? Beim T-Shirt anziehen schon schwierig, oder? Ja, es fängt bei den Socken schon an. Da tue ich mich schwer, da muss die linke Hand herhalten, aber sonst... Autofahren? Geht, nee, Autofahren funktioniert nicht, auch harte Gelen funktioniert auch nicht. Sonst, ja, ich bin schon angewiesen auf Hilfe. So Freundinnen in den Arm nehmen geht auch nicht, ne? Das sah bei der Wiesn zum Beispiel so formvollendet aus, ja? Wie sie Sarah am Arm, hier sehen wir es nochmal, ne? Da war noch alles in Ordnung, ja? Ja, da hat die linke Hand aber gut gearbeitet. Ja, also. Ja, aber es ist echt, also man muss sich dann schon umstellen, ne? Ja, es ist schon ein bisschen Verhinderung. Man kann nicht einfach mal so irgendwie die Schuhe dann zubinden, braucht man schon erstmal Hilfe. Und Autofahren geht sowieso nicht, deswegen... Muss manchmal die Sarah schon herhalten als Schiffer. Es ist schön, vermisst zu werden. Das ist an dieser Stelle ja vielleicht auch eine ganz gute Erkenntnis. Es gab vor Monaten mal diese Leader-Diskussion. Da waren sich nicht alle Fachleute einig, dass Bastian Schweinsteiger ein Leader ist. Jetzt, wo er fehlt, sagen alle, natürlich ist das ein Leader. Auch unser ARD-Experte Mehmet Scholl. Sehr groß. Also es ist nicht so, dass der Kader jetzt schwach ist, dass man das nicht auffangen kann. Aber Bastian in der Form, also eigentlich schon seit der WM, ist für Bayern lebensnotwendig. Die Rolle, die er ausfüllt bei Bayern, das haben bisher nur große Spieler gemacht. Ich denke da an Effenberg, Ballack, Matthäus, Kahn. Also er ist jetzt schon dabei, sich in diese Riege zu spielen. Er hat irgendwann verstanden, zuzuhören, sich weiterzuentwickeln, auch seinen Weg völlig unabhängig von Kritiken zu bestreiten. Und das machen nur gute und große Spieler. Und ich bin froh, dass wir ihn in Deutschland haben. Er ist ja auch nicht nur für Bayern wichtig, sondern auch für die Nationalmannschaft. Die größte Stärke von Bastian Schweinsteiger, Mehmet? Ganz ehrlich, das ist natürlich seine Frau Sarah, seine Freundin Sarah. Ich meine, wenn du so eine Frau an der Seite hast... Jetzt im Ernst. Also wir reden über sportliche Stärken. Ja, also wie gesagt, er hat sein Spiel kontinuierlich angepasst, verbessert, hat unheimlich viel dazugelernt. Ein guter Fußballer war er schon immer. Jetzt ist er von der Persönlichkeit her so. Jetzt braucht er noch Kinder dann mit Sarah. Und dann gibt es nochmal einen Schub. Mehmet Scholl, einer aus der Jahrhundertelf des FC Bayern München. Das ist schon ein Ritterschlag jetzt, oder? Wenn man sowas hört. Ja, er kennt sich halt aus, das merkt man. Bei Fußball und bei Frauen. Ja, speziell bei den Frauen natürlich. Wer war denn bei euch zu Hause der Leader, Tobias? Weil ich glaube, gerade wenn man zwei Brüder, die mit 2 Jahren Unterschied aufwachsen, wer hat zu Hause den Ton angegeben? Den Ton hat die Mama angegeben, glaube ich. Ja, aber es war schon so, dass wir halt bei uns in der Siedlung viele in einem Alter waren. Die waren eigentlich alle, er war, glaube ich, der Jüngste. Und ja, er ist uns hinterhergelaufen und ich glaube, die Richtung habe dann vielleicht schon ich vorgegeben. Er hat mitgehalten und glaube, das zeichnet ihn auch aus, dass er immer mit Älteren oder von Eltern umgeben war, immer da mithalten musste. Und das zahlt sich natürlich dann irgendwann aus. Kleiner Bruder. Bastian Schweinsteiger, gibt es das bei euch oder gab es das bei euch tatsächlich, so kleiner, großer Bruder? Ja, schon. Also wenn ich mal Probleme hatte irgendwie so oder einer wollte mich faulen, dann war er da und hat sich den hat dann geschnappt. Also von daher war ich schon recht froh. Sportlich fair natürlich. Ja, sportlich fair, genau. Ja, genau. Wie hat sich das gewandelt? Gut, ihr seid natürlich eine Altersklasse, seit 2 Jahren auseinander, wie eben gesagt. Gibt es das jetzt noch, kleiner, großer Bruder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind auf einer Ebene oder sehen uns da jetzt nicht unterschiedlich, egal vom Alter her oder von anderen Sachen. Ich glaube, wir können uns beide ganz gut ab und es ist eine riesen Freundschaft, die wir zwei pflegen und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wie hat sich Basti verändert, speziell so in den letzten 1-2 Jahren auf dem Platz und neben dem Platz?
Ja, auf dem Platz ist natürlich schon so, dass er durch die Rolle jetzt im zentralen Mittelfeld einfach viel mehr am Spielgeschehen teilnehmen kann und das Spiel auch mehr bestimmen kann, was halt am Flügel draußen schwer ist, weil du halt abhängig bist, ob du mal einen Ball kriegst oder nicht. Neben Platz ist für mich schwer zu sagen, weil ich sehe ihn ja jeden Tag oder höre ihn jeden Tag. Da ist für mich die Entwicklung jetzt nicht wie für andere, wenn die jetzt sagen, sie haben ihn jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen und sagen, das macht er jetzt ganz anders als früher. Ich habe die Entwicklung halt miterlebt über die letzten Jahre und ich glaube, er geht seinen Weg super. Er weiß, auf wen er hören muss und glaube ich, weiß auch, was er machen muss, um sich weiterzuentwickeln. Und das Wichtigste ist einfach, dass er den Spaß am Fußball immer noch hat. Das zeichnet euch beide ja aus, weil ich glaube, Leader, das ist Tobias natürlich bei Jahn Regensburg auch geworden, speziell in den letzten beiden Jahren. Wie beurteilen Sie das, seine Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren? Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, er ist ja noch Kapitän dazu. Er ist auch, wir haben auch ein sehr junges Team. Natürlich gibt es da einen im Tor, der da auf einmal die Altersgrenze natürlich da sprengt, aber er ist dann auch einer der erfahrenen Spieler. Und ja, man merkt es auch, wenn man mit den anderen Mitspielern spricht oder auch wenn man den Trainer hört, was er sagt, dass er die Mannschaft führt, dass er sie nach vorne bringt und speziell natürlich mit seinen Toren. Und dafür ist ein Stürmer natürlich auch da, aber nicht nur deswegen, denke ich, sondern auch mit seiner Art und Weise. Und seit dem letzten Spieltag auch der Rekordtorjäger in der ewigen Torjägerliste der dritten Liga. Das klingt ganz fürchterlich, finde ich. Aber es ist natürlich ein tolles Kompliment. 37 Tore, so lange gibt es die dritte Liga noch nicht. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Die ewige Torjägerliste klingt immer so nach, die müssen schon ein bisschen älter sein. Ja. Also bleiben wir bei der Einschätzung vom Sportsfreund Boateng. Was verpasst oder nichts verpasst, Basti? Wenn man die Bilder anschaut, habe ich schon was verpasst. Ich glaube, der Jerome hat die Brille verkehrt rum aufgehabt. Ja, ich schau mal ganz kurz. 1.7.2012, was haben Sie vor? 1.7.2012, ich glaube, das ist das Finale, oder? Wenn ja. Alles weiß. Ja, in Kiew. Ja, in Kiew, stimmt, richtig. Ja? Bei mir ist gerade noch was anderes eingefallen. Aber das würde mich interessieren. Nee, lass mal. Tobias, sind Sie bei sowas dann dabei, bei so Finals? Wenn es ausgeht. Also ich habe bei der EM zum Beispiel bis zum Viertelfinale alle Spiele gesehen und dann ging es bei uns ja schon wieder weiter. Mhm. Oder bei der letzten EM und bei der WM war es mir dann der Weg ein Tick zu weit und als dann das Halbfinale losging, ist unser Dad runtergeflogen und ich musste ja wieder trainieren. Aber wenn man sich Kiew jetzt so anschaut, kann man zum Finale mal hinfahren, ne? Könnte man überlegen. So, wir begrüßen an dieser Stelle auch die U13 aus Farchand. Herzlich willkommen, nachdem wir euch gerade gesehen haben, weil die alle sind gelb-schwarz. Ich habe schon befürchtet, das ist Borussia Dortmund zu Gast bei uns. Nein, es ist die Jugend aus Farchand. Tut schon ein bisschen weh, bei dem Spiel nicht dabei zu sein, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist ein Top-Spiel. Erste gegen Zweiten, natürlich tut es weh, da nicht dabei zu sein. Samstag, Sie spielen in Chemnitz mit Jahn Regensburg, an für 14 Uhr, Spiel zu Ende 15.45 Uhr, kurz zwei Interviews für Blickpunkt Sport, die dritte Liga, 15.50 Uhr ins Auto, 18.30 Uhr in der Arena in München. Klappt das so, Tobias? Ja, das wäre schön. Ich glaube, da bräuchte ich einen Helikopter. Wir kommen meistens erst um 5 Uhr, schauen dann weg, weil es auch sein kann, dass wir Dopingproben haben. Und ja, ich werde es mir am Live-Ticker reinziehen oder dann im Radio. Und hoffen natürlich, dass Bayern die 3 Punkte daheim behält. Und Sie hoffen selbst natürlich auf 3 Punkte. Ich meine, es ist ja auch so eine schöne Serie, die Jahn Regensburg gerade hinlegt in der dritten Liga. Platz 2, was auch richtig gut aussieht. Ja. Wie geht es denn weiter über die Saison hinaus? Sie haben einen Vertrag noch für dieses Jahr. Mhm. Ist es das Ziel in Regensburg, was Großes mitzuerleben mit neuem Stadion, mit allem, was da kommt? Ja, man malt sich ja viel aus. Wir müssen jetzt mal schauen, wann das neue Stadion kommt. Ich habe gehört, es wird doch noch 2-3 Jahre dauern, bis es dann steht und muss einfach mal dann raushören, wie alles weitergeht in Regensburg, wie die Planung ist, ob mein Trainer verlängert wird, was für mich eigentlich mit der Hauptpunkt ist, weil er macht überragende Arbeit. Und ja, natürlich möchte man in einem gewissen Alter schon relativ frühzeitig wissen, wie es weitergeht, um auch ein bisschen planen zu können und das wird sich jetzt alles dann rausstellen über die Winterpause. Bastian, was würden Sie ihm raten? Ich meine, Tobias hat zweite Liga gespielt, hat Zweitliga-Angebote, KSC, da gab es immer wieder Möglichkeiten, auch in die zweite Liga zu wechseln. Ja, ich denke, für ihn ist das Wichtigste, sich wohlzufühlen. Ich meine, er war ja auch schon in Lübeck oder in Braunschweig, hat er da auch schon viele Tore gemacht. Deswegen ist er auch in der ewigen Liste relativ weit vorne oder ganz weit vorne.
Aber ich denke, für ihn ist es das Wichtigste, dass er sich wohlfühlt. Und wie er es auch gesagt hat, er ist zwar erst 29, aber trotzdem muss man auch mal über den Tellerrand gucken. Und da müssen wir schauen, was er macht. Aber er fühlt sich natürlich sehr wohl in Regensburg. Und das Idealste wäre, wenn Regensburg aufsteigen würde. Aber, okay, wir machen einen Plan heute Abend. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Tobias, den Jubel müssen Sie uns aber ganz kurz erklären. Was war das? Ja, wir waren den Tag zuvor mit zwei Mitspielern, mit Jimmy Müller und mit Michael Klaus beim Basketball-Länderspiel in München. Die einzige Chance war, Dirk Nowitzki live zu sehen. Und wir haben dann eigentlich gescherzt, wenn wir ein Tor machen, einer von uns drei muss den Pass werfen, einer muss abschließen und einer muss den Korb bilden. Den Korb habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen, aber den Pass habe ich nicht gesehen. Da war einer relativ sauer, dass er nicht mitspielen durfte, aber okay. Wir konnten es durchziehen, das war ganz gut. Basketball verbindet euch jetzt ja auch noch, meine große Leidenschaft. Steffen Hamann ist Freund, ist Nachbar, ist teilweise auch Chauffeur für Sie im Moment. Was ist die Faszination am Basketball für Sie? Also ich finde es so, dass die großen Menschen auch so schnell hin und her laufen können und dass sie auch nicht so viel Schmerzen oder Verletzungen haben. Weil wenn ich auf dem harten Boden andauernd hin und her laufe, würde mir irgendwann mal der Rücken wehtun. Aber die haben das anscheinend nicht. Und auch so natürlich das ganze Projekt mit Bayern München macht auch Spaß zuzuschauen. Ich muss wirklich sagen, ich spiele ja nicht oft Basketball in meiner Freizeit und ich kann sie auch eigentlich gar nicht so richtig gut. Aber an dem Tag ist mir alles gelungen und der Steffen hat sich danach eingegraben, weil er den einen Freiwurf nicht reingemacht hat. Und an dem Tag war jeder Wurf tatsächlich drin. Sie haben auch noch eine kleine Wette laufen mit den Basketballern. Wenn die Mannschaft Vierter oder besser ist am Ende der Saison, laden sie alle zum Essen ein. Zahlen Sie das oder zahlt das Uli Hoeneß? Nee, das zahle ich gern, wenn Sie es schaffen. Also jetzt haben Sie wieder leider verloren, auswärts. Auswärts sind Sie noch nicht so stark, aber daheim sind Sie natürlich sehr stark. Aber ich habe das an Steffen so gesagt und ich hoffe natürlich, dass Sie besser als Platz 4 sind. Es gibt schon ein paar schöne Beispiele, gell? Wie war das bei euch, gemeinsam Sport zu machen, auch gemeinsam Ski zu fahren? Gibt's da Parallelen? Oder wart ihr damit zu weit auseinander? Weil zwei Jahre ist ja eigentlich auch für Jugendmannschaften eigentlich immer genau ein Jahr zu viel. Wir waren beim Skifahren, war es zu weit auseinander, es waren zwei Jahrgänge. Das waren völlig unterschiedliche Sachen. Es waren zwar die gleichen Orte oder die gleichen Rennen, aber ganz andere Altersklassen oder dann auch Ranglisten. Und beim Fußball war es ganz selten, weil der Basti dann auch noch damals noch ein jüngerer Jahrgang war. Also war eigentlich drei Klassen unter mir. Aber es gab Spiele, wo du schon bei uns auch auf der Bank warst. Also zumindest in der C-Jugend oder der D-Jugend bist du dann ja, hast eh immer ein Jahr höher gespielt und ab und zu war er dann bei uns auch auf der Bank und ich glaube ganz selten mal, dass wir zusammen auf dem Feld waren. Mhm. Woher kommt diese extreme sportliche Prägung? Mutter, Vater? Vater ist ja ein Verrückter, ich meine, das wissen wir ja. Papa ist eine Sportskanone, die Mama eigentlich nicht. Die Mama hat uns einfach top unterstützt, hat sich um alles andere gekümmert, was auch noch dazu gehört. Das ist ja nicht leider nur Sport, das ist ja auch Schule, die ganze Erziehung an sich. Wäsche waschen, essen. Aber durch den Papa sind wir halt zum Fußball und zum Skifahren gekommen. Das wurde auch gefördert. Und eigentlich jede Sportart, wir hatten ja das Glück auch, dass wir noch ein Sportgeschäft zu Hause hatten. Also jede Sportart, die wir machen wollten, haben wir immer zumindest ein bisschen Ausrüstung gekriegt, dass wir es machen konnten. Und hat sich, glaube ich, ausgezahlt. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, ihr habt vieles versuchen dürfen. Ich meine, Fußball, klar, ist die Leidenschaft, ist die Heimat. Bastian, welchen Sport würden Sie gern mal machen, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten? Basketball ist es nicht, habe ich gerade eben rausgehört. Ja, ich war jetzt mal im Urlaub in Miami und durfte da das Finalspiel Miami gegen Dallas anschauen. Es hat mir schon gefallen. Also so ein Basketball, also ich würde nicht Nein sagen, wenn ich 20 cm größer wäre. Aber sonst auch Golf finde ich ganz interessant. Also ich würde schon auch gerne Golfspieler sein. Er spielt ja sehr gut Golf, mein Papa auch. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden auch mit Fußball. Wir auch, muss man an dieser Stelle sagen. Ich drücke euch alle Daumen für alles das, was kommt. Für Sie wahrscheinlich ja erst 2012 dann wieder so richtig. Für Sie natürlich am Wochenende das Spiel live ab 14 Uhr in Chemnitz, für wen der gerne dorthin fahren möchte. Aber auf jeden Fall ab 17.05 Uhr im Bayerischen Fernsehen, Blickpunkt Sport, die dritte Liga. Wir müssen noch jemanden grüßen heute. Ah ja. Habe ich noch nie gemacht, aber ich mache es heute. Nämlich mein Papa oder unser Papa hat ja Geburtstag heute und da wünsche ich mir alles Gute noch und einen ganz lieben Gruß an die Oma natürlich, die in Rosenheim ist.
Eine schöne Premiere im Blickpunkt Sport. Und nochmal einen Riesenapplaus für Tobias und Bastian Schweinsteiger. Danke.